jetzt sind wir hier am Festmissplatz und es geht um Folgendes. Wo soll ich anfangen? Ich will mich versuchen in der Mistkompostierung. Wir haben ja so, was heißt das kleine Problem? Wir haben ja mit den Jacks jetzt echt wenig Dünger, beziehungsweise der Biobauer hat ja eh immer ein bisschen das Problem, wo kriegt er seinen Dünger für die Felder her? Wir haben ja jetzt keinen Stall, wo wir irgendwie Gülle sammeln oder sonst irgendwas. Haben ja auch nur 5 Tiere. Das heißt, wir haben halt ein bisschen was an Festmist, was die Jacks so auf die Pflasterfläche hergeben. Der Rest bleibt ja auf der Weide. Wird mit dem Joschkin eingearbeitet. Und das heißt, wir haben das. Das würde jetzt an sich nicht so einen Haufen mehr geben. Aber wir haben ja noch Hühner. Die werden mit Stroh, also wird mit Stroh eingestreut. Das heißt, da fällt auch immer einiges an. Also das heißt, wir haben Hühner, das sind, ich weiß nicht, 30, 35 Hühner. Da fällt aber schon kontinuierlich ein bisschen was an. Dann haben wir natürlich noch ein bisschen den Grünschnitt von den Rasenflächen. Und schon hat man eigentlich genau das, was man zur Mistkompostierung braucht. Noch eins, das sind die Hackschnitzel. Die braucht man, damit die haben Lignin in sich, damit auch der Prozess gefördert wird oder gehört mit zum Prozess dazu. Und jetzt möchte ich quasi versuchen, aus diesem Haufen wunderbaren Kompost zu machen. Da gibt es mehrere Versuche oder mehrere Wege. Ich möchte mich dieser MC-Methode von Witte möchte ich mich annehmen, weil es für mich auch die einfachste und ja, es muss bei uns irgendwie einfach und unkompliziert gehen. Und das versuchen wir jetzt mal. Ich hätte eigentlich noch lange gewartet. Ich hätte jetzt eigentlich noch bis ins nächste Frühjahr gewartet damit. Aber es ist so, mir hat jetzt wirklich einer gesagt, der selber auch macht, dass zum einen, komme ich da noch dazu, zur Verteilung, dass es recht unkompliziert gehen kann. Und dass tatsächlich Leute jetzt im Juli noch Mieten oder Kompost anlegen, der dann im Herbst fertig ist für die Ausbringung. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich bin mal mega gespannt, ob das so schnell hinhaut. Ja, was muss man beachten? Was ist das Besondere an dem Verfahren? Ist, zum herkömmlichen Kompost ist ganz einfach das, ein herkömmlicher Kompost wird aerob hergestellt. Also das heißt, es ist viel mit Sauerstoff drin und diese ganze Biomasse, die man dafür verwendet, hat ganz viel Kohlenstoff in sich noch drin. Bindet ganz viel Kohlenstoff, CO2. Und bei dieser aeroben, also mit Sauerstoff Kompostierung, geht eigentlich verdammt viel wieder an die Luft, an die Umwelt wieder zurück, wird da freigegeben. Das ist ja auch manchmal so der Punkt bei der Zwischenfrucht. Also Zwischenfrucht hat ganz, ganz viele sinnvolle Dinge. Da jetzt sozusagen ich mulch das und bringe das, acker das um quasi und habe das dann als Kompost bzw. Dünger, ist nicht ganz richtig. Man verschließt es ja fast, wenn man es umackert, und da geht eigentlich das ganze CO2 geht da wieder an die Luft. Eigentlich der Sinn der CO2-Bindung, der Naturschutzsinn ist da jetzt dann nicht gegeben. Deshalb probieren wir es mit der anaeroben, also ohne Sauerstoff. Und das ist das Geheimnis hier. Wichtig ist die Zusammensetzung. Was habe ich drin? Da werde ich jetzt so ein bisschen experimentieren, ein bisschen spielen. Dann sollte das Ganze mit einer gewissen Temperatur in sich starten. Und das Wichtige ist, wie man das Ganze andrückt. Also mir hat einer gesagt, früher sind wir da halt mit die Stiefel drüber gelaufen. Und wenn du da mit die Stiefel drüber läufst, das ist der perfekte Druck. Ich mache das Ganze mit dem Frontlader, weil wir sind ja 2021. Und meine Stiefel sind viel zu... Die sind nicht hoch genug, ne? Dann würde alles wieder reinfallen und ich habe keinen Bock auf Mist in den Stiefel. Ja, aber zurück zum Thema. Jetzt habe ich das Ganze so aufgebracht. Man sagt, so 1,50 Meter Höhe darf das Ganze haben. Und jetzt versuche ich das im Trapez, also einfach oben anzudrücken und von beiden Seiten, dass das so einen gewissen natürlichen Verschluss hat. Und dann startet es im Grunde, dann ist nach 1, 2, 3, 4, 5 Tagen ist der Sauerstoff in dem Haufen eigentlich weg, ist aufgebraucht. Und dann soll diese,
anaerobe ja, Kompostierung starten. Und dann sollte das in 2, 3, 4 Monaten dann anscheinend Kompost sein. Wir werden das jetzt mal ausprobieren. Was ja auch noch so ein Ding ist, es soll natürlich ein gut durchmischt sein. Und da hatte ich jetzt immer das Thema, oder habe ich mich so ein bisschen gescheut. Wir haben jetzt bisher einen Festmistplatz oder einen festen Platz im Ort, wo wir halt so ein bisschen zwischenlagern. Und irgendwann fahre ich das dann immer hierher und habe das hierher gekippt. Und haben mir gedacht, irgendwann mische ich das Ganze durch. Da gibt es so für so Mistmieten so Wender. Das ist im Grunde wie beim Miststreuer die Welle nur ein bisschen größer und da fährt man halt dann einfach durch mit dem Bulldog. Sowas haben wir nicht und sowas haben wir hier auch leider bei uns in der Gegend nicht. Deshalb muss man es anders machen. Ich hätte mir jetzt gedacht, ich nehme Miststreuer, lade das ganze Futter da auf und lasse es dann einfach auf der Stelle einmal durchlaufen. Also ich bleibe stehen mit dem Miststreuer, niedrige Drehzahl. Und dann einfach einmal durchlassen und hinten raus kommt ein durchgemixter Haufen. Ist, glaube ich, schon eine gute Idee, eine gute Möglichkeit. Wäre mir jetzt aber alles jetzt im Stress vom zweiten Schnitt ein bisschen zu viel. Aber ich wollte jetzt unbedingt noch starten, weil mir jemand gesagt hat, das geht jetzt noch. Das probieren wir jetzt damit aus. Ja, und ich habe es jetzt probiert. Oder derjenige hat auch gemeint, Mensch, das brauchst du gar nicht mit Miststreuer. Das kannst du so starten. Indem du es einfach jetzt, ich habe vorhin die Mistgabel noch dran gehabt, indem ich es da einfach mal aufhebe, bisschen durchrüttel, fallen lasse und dann wieder ja, jetzt andrück. Und das probieren wir jetzt mal und dann melde ich mich gleich wieder, ne? Fertig. Schaut doch jetzt, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Nicht verkehrt aus. Die geometrische Form sollte passen. Ist noch ein Mist am Stiefel. Ja. Und jetzt gucken wir mal. Hier noch ein bisschen antrampeln. Überall hinkommen. Bin gespannt, wie genau das halt sein muss, ne? Aber sind wir mal gespannt. Das Ganze soll geruchlos ablaufen. Es sollte auch keine Hitzeentwicklung nach außen gehen. Das ist spannend. Also ich bin echt ja, neugierig, wie das dann funktioniert. Was dann da am Ende rauskommt. Naja, dann soll es das mal gewesen sein. Sonne hier. Soll es das mal gewesen sein? Natürlich gibt es dann wieder einen Bericht, wenn das ganze Ding mal fertig ist. Wahrscheinlich dann so Oktober, November, je nachdem wie die Witterung wird, könnte man das dann einmal auf Wiesen ausbringen. Und dann haben wir halt auch mal auf den Wiesen Dünger. Ja, jetzt natürlich das Glück, wir haben auf den Ackerflächen bisher, da war jetzt ganz lange Luzerne drauf, da ist viel Stickstoff im Boden, da geht was. Auf den Dauergrünland, auf den Wiesen, da wurde nie was gemacht. Deshalb kam keine Gülle drauf und ach Gott, nie. Deshalb, denen wird es wahrscheinlich schon gut tun, wenn wir da ein bisschen was drauf tun können. Okay, gut.
Dann soll es gewesen sein zum Thema Mistkompost. Wenn ihr irgendwas habt dazu, ich bin blutiger Anfänger, was das Ganze angeht, nur theoretisch belesen, noch nichts in der Praxis gemacht oder auch nicht wirklich gesehen, nicht wirklich gesehen. Wenn ihr was habt, schreibt es drunter. Wenn ihr einen Fehler gemacht habt, sagt es mir. Ich bin da offen für alles. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.